Jo Freunde, herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Fangen wir auch direkt an. Jonas Ems hat diese Woche ein sehr, sehr krasses Video hochgeladen, wo er eine Story erzählt hat, die ihm letztes Jahr passiert ist. Und zwar ist er ja seit über einem Jahr aktiv auf TikTok. Und irgendwann sind dann Accounts und Kommentare aufgetaucht, die Folgendes hinterlassen haben. Und zwar ging es damit los, dass ich auf TikTok gesehen habe, dass eine Person mit einem anonymen Account, dass eine Person geschrieben hat, dass sie von mir schwanger ist. Und zwar hat sie das nicht nur einmal geschrieben, sondern die hat das richtig oft geschrieben. Also die hat das wirklich so massenhaft irgendwie 15, 20 Mal in die Kommentare geschrieben unter das neueste Video, was ich bei TikTok hochgeladen habe. Es ist allerdings nicht bei solchen Kommentaren geblieben, sondern das Ganze wurde dann auch noch extremer, indem zum Beispiel auch Videos davon erstellt worden sind. Dieser Account heißt Jonas Ems fickt 14-jährige Fans. Dieser Account kommentiert dann nicht nur unter meinen Beiträgen, sondern lädt auch selber Videos hoch. Wenn wir uns diese Videos angucken, dann stehen da Sachen drin wie Jonas Ems schwängert seine 14-jährigen Fans, Jonas Ems hat mich geschwängert, bin schwanger von Jonas Ems. Hier nochmal ein neuer Account, weißt du noch, als wir damals was hatten? Nachdem das Ganze dann über Monate so weiterging und er selber gesagt hat, dass er super paranoid war, wenn er zum Beispiel ein neues Video hochgeladen hat, dann hat er halt direkt die Kommentare abgecheckt, um zu gucken, ob da halt wieder so ein Kommentar drunter stand. Nach einigen Monaten ist er dann zur Polizei gegangen und hat das Ganze zur Anzeige gebracht. Mal abgesehen davon, dass das der richtige Schritt ist, hat die Polizei einfach den Fail rausgehauen. Ihr werdet nicht glauben, was die Polizei gemacht hat. Die Polizei hat es einfach mies verkackt. Ich hatte denen meinen Fall genau erklärt. Ich habe viel mit denen telefoniert. Und was passiert ist, ist, dass als ich die Anzeige, also als die Anzeige über die Polizei und über das, ich weiß gar nicht genau, über welches Amt das quasi dann ging, aber als es dann bei ihr eingetroffen ist, hat die Polizei einfach bei der Information, wer der Anzeigensteller ist, meine kompletten privaten Informationen geleakt. Also mein Name, mein vollen Namen, ist nicht schlimm, den kennt man ja, meine Adresse und meine Handynummer. Das heißt also, bei einem Fall, bei der ich der Polizei erkläre, ich werde gestalkt und die Person veröffentlicht über mich Behauptungen im Internet, massenhaft spamhaft, und ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, also mir passieren solche Dinge öfter, aber das ist ein extremer Fall. Dann hat die Polizei einfach meine ganzen Privatdaten dieser Stalkerin übermittelt, die jetzt wusste, wo ich wohne und was meine Handynummer ist. Überlegt das mal. Ihr geht zur Polizei und sagt, dass ihr gestalkt werdet und dass die ganze Zeit eure privaten Informationen verbreitet werden. Und die Polizei gibt eure aktuellen privaten Informationen einfach an die weiter. Also Digga, das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er dann irgendwann einen Anwalt eingeschaltet hat, weil das Ganze halt nicht mehr weitergehen konnte. Auch die neue Adresse und so weiter wurde dann in Accounts, in den Kommentaren und in TikToks verbreitet. Und Jonas hat selber gesagt, dass er nicht wirklich was dagegen machen kann. Natürlich kann man halt zum Beispiel einen Straßennamen irgendwie auf die Blacklist setzen, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, durch Striche, Unterstriche oder Zahlen statt Buchstaben das Ganze unkenntlich zu machen. Also zu 100% kannst du es einfach gar nicht ausblenden. Dazu kann er die TikToks zwar melden, aber logischerweise braucht TikTok auch immer seine Zeit, bis sowas dann wirklich entfernt wird. Und normalerweise gehen ja TikToks, wenn überhaupt, in den ersten Stunden viral. Wenn dann so ein Video nach 2-3 Tagen gelöscht ist, dann sind die Klicks sowieso schon durch und es bringt nicht wirklich was. Jonas hat sich dann dazu entschieden, einen Anwalt einzuschalten, denn die Polizei hat da wohl nicht wirklich viel gemacht. Und sie haben wohl versucht, dann die Eltern des Kindes zu erreichen, denn ja, was ich euch vielleicht auch vorher hätte sagen sollen, der Täter ist kein erwachsener Mann, der irgendwie 25 ist, sondern das war wohl ein 13-jähriges Mädchen. Das muss man sich einfach mal überlegen. Ich meine, wenn die jetzt einen so einen Account gemacht hätte und meint, sie ist lustig, okay, dann kann ich das halt schon verstehen mit 13. Aber sie hat wirklich über Monate dauernd solche Accounts verbreitet, hat alle möglichen privaten Informationen von Jonas veröffentlicht und ja, hat da einfach wirklich krasses Stalking betrieben. Und wie gesagt, das Ganze wirklich über Monate hinweg. Jonas hat in seinem Video auch gesagt, dass er auch des Öfteren mit ihr telefoniert hat und sie darum gebeten hat, aufzuhören. Sie hat halt da auch die ganze Zeit gesagt, dass es einfach nur ein Spaß ist. Also ich finde es auch lustig, solche Sachen über andere zu verbreiten, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat sie, wie ihr ja mitbekommen habt, nicht aufgehört, bis dann wohl anscheinend der Anwalt oder Jonas tatsächlich mit den Eltern geredet hat. Da ist er nicht so ganz konkret geworden. Auf jeden Fall hat das Ganze dann tatsächlich aufgehört. Er sagt aber auch im Video direkt, dass es jetzt nicht darum ging, dass irgendwie sie oder die Eltern super viel Geld zahlen sollten oder so. Er wollte gar kein Geld. Alles, was er haben wollte, war seine Ruhe. Finde ich, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr krass, diese Story. Sowas kann natürlich im Internet jedem einfach passieren, dass es jetzt natürlich Jonas passiert ist und dann nur noch über Monate hinweg, ist natürlich wirklich schon sehr, sehr krass. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Junge, 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 wenn man einmal davon ausgeht, dass Mimi seine Videos nicht toppen kann, dann kommt Mimi einfach nochmal und toppt es dann doch. Es ist unfassbar. Mimi hat nämlich diese Woche seine Entschuldigung 9 an ApoRed hochgeladen und es ist halt einfach eine komplette Zerstörung. Bevor wir aber wirklich zu den ultra krassen Informationen
Informationen kommen, eine Sache quasi vorneweg. ApoRed hat ja ein Genshin Impact Placement gemacht und wie auch immer ist Mimi einfach an die ungeschnittene Version davon gekommen. Und ApoRed ist wirklich ein One-Take-Monster, muss man sagen. Richtig coole Charaktere, ob es jetzt irgendwie ein Katzenmädchen ist, ein Fuchsmädchen oder ein Samurai, ne? Also richtig geile Optionen. Super krass und wie gesagt, das gibt der ganzen, und das gibt dem ganzen Game einfach nochmal viel mehr Atmosphäre. Und ja, an dieser Stelle will ich sagen, logischerweise sieht das bei allen YouTubern so aus. Also ich habe ja auch schon jetzt viele Outtakes, die ich halt nochmal aufnehmen musste, logischerweise. Aber dass das so schlimm ist, also dass du wirklich 30 Sekunden auf ein Skript oder das Briefing guckst und dann zwei Worte sagst, das ist schon wirklich sehr, sehr hart, muss man sagen. Und lustig. Es ist vor allem lustig. Das ist halt einfach mein Partner bei jeder Präsentation in der Schule gewesen. Dazu hat Mimi aber mal wieder wirklich super krasse Informationen veröffentlicht. Und zwar hat er dieses Mal gezeigt, dass ApoRed anscheinend verheiratet ist. Er hat ja im Entschuldigungsvideo 7 gesagt, dass ApoRed sein ganzes Geld an ein Familienmitglied überwiesen hat. Und da war tatsächlich seine Frau gemeint. Und nicht nur das als Beweis, dass sie halt wirklich existiert, hat er einfach den Ausweis von ihr gezeigt. Er hat den Ausweis von ApoReds Frau, Digga, woher? Nicht nur das, er hat übrigens auch den Ausweis von seinem Bruder. Digga, das ist nicht normal. Es ist wirklich nicht mehr normal. Das war's aber auch noch gar nicht mit den krassen Informationen. Zusätzlich, wie auch immer, konnte Mimi einfach beweisen, dass ApoReds Frau und quasi er dann dazu Hartz IV beantragt haben. Und zwar durch das Jobcenter als Fahima für die Bedarfsgemeinschaft mit ApoRed Hartz IV beantragt hat. Diesen Vermerk gibt es dann nochmal in der Jobcenter History von ApoRed. Im Zuge dessen ist die Adresse eben zu dieser Sozialwohnung aufgetaucht. Und das ist auch die eigentliche Wohnung in dem Raufaser-Tapeten-Wohnungs-Roomtour-Video. Das war es aber auch immer noch nicht. Dazu hat er irgendwie auch die Insider-Information von Miles. Und dazu sagt er folgendes. Leider wurde er wegen der Schufa-Einträge auf der App gesperrt. Und abgesehen davon hat er auch keinen Führerschein hinterlegt. Aber Moment mal, wie kann er dann trotzdem mit Miles rumfahren? Ganz einfach, er hat seinen Bruder Nabil und seine Frau Fahima angemeldet. Das erkennt man an den Telefonnummern, die man ApoRed zuordnen kann. Und nicht nur das, die ganzen Zahlungen für die Fahrten wurden mit dem PayPal-Account privatenadim@gmail.com gemacht. Hier bei seinem Bruder Nabil und hier bei Fahima. Und bei PayPal führt Private Nadim ebenfalls zum PayPal-Handle ApoRed Sale. Abgesehen davon, dass es gar nicht erlaubt ist, mit fremden Accounts zu fahren. Digga, es ist, ich komme darauf nicht klar. Also ich dachte schon bei den Kontoauszügen so, okay, das toppt er nicht mehr. Aber er hat ja wirklich ApoReds Leben in der Hand. Jetzt mal Real Talk. Mein Tipp ist, das ist eine gemeinsame Sache. Die machen das extra, um Unterhaltung zu schaffen. Welchen Sinn das haben soll, verstehe ich selber noch nicht so ganz. Aber safe, das muss abgesprochen sein. Die Sachen kommen doch safe von ApoRed selber. Du kannst doch gar nicht so viele Insider-Infos von allem haben, oder? Auf jeden Fall hat ApoRed ja erwähnt, dass er in dieser besagten Sozialwohnung von Teil 7 wohnt. Allerdings wohnt da gar nicht ApoRed. Der wohnt nämlich in einer anderen Wohnung, sondern da wohnt sein Bruder. Und das Lustige ist, dass er anscheinend über die Wohnung seines Bruders die ganzen Wertsachen, die er noch hat, über eBay Kleinanzeigen verkauft. Und zwar wollte Mimi da einfach mal eine Grafikkarte kaufen und es ist schon sehr komisch, denn irgendwie wollte ApoRed den kompletten Preis nicht per Überweisung haben, sondern hat sich wirklich sehr klug drumherum geredet. Jedenfalls hatte ich mit meinem 5. Account Interesse an einer Grafikkarte. Ich habe gefragt, ob die noch zu haben ist und was das Ganze mit Versand kostet. Nachdem ich beide gewünschte Antworten bekommen habe, meinte ich, dass ich leider kein PayPal habe, aber ich könnte ja mit Überweisung bezahlen. Ich will hier mal festhalten, ich war ohne Verhandeln bereit, sofort 835 Euro zu überweisen. Und plötzlich hat er um den heißen Brei geredet. Also ich würde dir generell empfehlen, niemals so eine Summe an irgendjemanden zu überweisen. Es laufen viele Betrüger herum und mit Überweisungen hast du keinen Käuferschutz. Ich habe mich dann doof gestellt, um das Ganze umzudrehen. Das stimmt wohl, aber der Account ist ja von 2019 und da steht 174 Transaktionen bisher. Das ist doch legit, oder nicht? Klaro, aber wie gesagt, diese Betrüger sind schon sehr pfiffig und nehmen auch alte Accounts. Nur so als Tipp für dich, bezahle immer solche Geschichten entweder mit eBay oder PayPal Käuferschutz. ApoRed wollte ihm die Grafikkarte natürlich nicht verkaufen. Er hat das Ganze in seiner Rat
dann offline genommen und später ein neues wieder online gestellt. Ey, es ist krass. Auch abgesehen davon ist das wirklich eine komplette Zerstörung. Also schaut euch das Video an. Ich würde sagen, dass der Teil sogar noch ein bisschen krasser ist als der siebte. Was ich hier sehr krass finde, das Insolvenzverfahren von ApoRed wurde ja eröffnet. Und ich finde es lustig, dass er einfach irgendwie durch seine Frau jetzt irgendwie Hartz IV beantragt, obwohl er selber ja durch dieses ganze Influencer-mäßige noch Geld verdient. Er anscheinend seine Sachen bei eBay verkauft, was ja auch nicht erlaubt ist, weil das ganze Geld, was er einnimmt, muss erstmal sowieso an den Insolvenzverwalter. Und zweitens darf man solche Wertgegenstände dann auch gar nicht verkaufen einfach, denn die könnten halt natürlich auch gefändet werden. Also Mimi hat ja auch mal wieder aufgedeckt, dass er einige Straftaten begangen hat und das ist halt wirklich sehr, sehr heftig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es einen zehnten Teil gibt und wie gesagt, also ApoRed, alles, was ich dir sagen kann, ist, sei bitte einfach so ehrlich, so dass du vielleicht keine Straftaten zugibst, aber sei einfach ehrlich. Also wirklich, Mimi hat alles von dir. Das wäre der Moment, wo ich mich tatsächlich löschen würde, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Fritz Meinecke bekommt seine eigene TV-Serie, meine Freunde. Und zwar arbeitet er jetzt mit dem Sender Discovery Plus zusammen. Das Ganze soll bereits im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden und da ist wirklich einiges geplant. Er geht an die entlegensten Orte, die es halt so gibt auf der Welt, also wahrscheinlich in die Antarktis, nehme ich mal an, dann noch in irgendwelche Regenwälder, also da, wo noch nie ein Mensch gewesen ist und da soll es wohl wirklich super heftige Herausforderungen geben. Fritz Meinecke sagt in seinem Video dazu, dass er übrigens einen sehr, sehr krassen Deal an Land gezogen hat und zwar möchte er jetzt quasi seine YouTube-Zuschauer da nicht links liegen lassen und sagen, ja, ich bin jetzt im Fernsehen, sondern er hat ausgehandelt, dass er diese Folgen, die dann produziert werden, in einer Kurzversion auf YouTube hochladen darf. Das heißt auch, wenn man Discovery Plus muss man, glaube ich, kaufen, oder? Bin ich mir gar nicht so sicher, wer guckt solche Channels eigentlich? Sollte man aber keinen Zugriff auf diesen Channel haben, weil man vielleicht auch einfach gar kein Fernsehgerät mehr hat, dann kann man sich zumindest eine Kurzversion auf YouTube angucken, was ich auf jeden Fall sehr, sehr cool finde. Fritz Meinecke ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ, jetzt mal abgesehen von den paar Skandalen und so weiter, die er hatte. Gerade die Survival-Videos sind wirklich qualitativ und auch inhaltlich wirklich immer sehr, sehr gut. Er kommt da auch als Person sehr gut rüber. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf das, was sie da produzieren. Das Ganze soll wohl jetzt in den nächsten 6 Monaten auch produziert werden. Da bin ich auf jeden Fall wirklich gespannt. Was ihm ebenfalls sehr, sehr wichtig gewesen ist, was er in dem Video gesagt hat, dass es auch sehr authentisch sein soll. Es gibt also kein vorgeschriebenes Skript, was jetzt genau sagt, was wie passieren muss und was man wann machen muss und solche Sachen, sondern das ist quasi wirklich so einfach in die Situation reingeworfen und dann gucken wir mal, was passiert. Finde ich halt auch sehr, sehr cool. Ich denke, das ist immer so das, was passieren kann, was man auch bei Knossi gesehen hat, wenn man ins Fernsehen geht, dass das Ganze dann irgendwann einfach nicht authentisch wirkt, weil man halt merkt, okay, da sind halt 20 Leute im Hintergrund, die dir da gerade reinreden. Was sagt ihr dazu? Hätte KuchenTV auch so eine Serie verdient? Also die Antwort ist natürlich ja. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis nächste Woche. Okay, thanks, bye. Hey, bis morgen in die Schule und arbeiten, Digga. Das ist so cringe.